Wenn ich noch einen Schritt machen muss, fallen mir die Füße ab. Okay. Ich bin müde. Wir müssen rasten. Ich sollte mich hier oben mal umgucken weiter. Ich muss mich bald ausruhen. Was soll das geschehen? Dein Befehl? Und ja, sie beschweren sich übers... Sofort. Rasten. Also da möchte ich erstmal noch nicht rein, so müde. Ich brauche eine Pause. Wie unsere Truppe gerade ist. Ich höre, wenn es sein muss. Was ist hier drin? Die Geschichte des Nordens 1 und 2. Tiere sind deine Freunde. Über die Gewaltlosigkeit. Einer der ersten Schritte hin zum harmonischen Zusammenleben mit Tieren besteht darin, anzuerkennen, dass unsere Beziehung zur Tierwelt einem ständigen Wandel unterliegt. Viele glauben, Menschen und Halbmenschen seien den Tieren überlegen. Doch wie bereits erwähnt, ist der Begriff der Überlegenheit sehr subjektiv. Deshalb müssen wir unsere Beziehung zu den Tieren in der Wildnis aus einem ganz persönlichen und sich ständig wandelnden Perspektive sehen. Schenkt diesen Kreaturen die Achtung, die sie verdienen. Aber vergesst nicht, dass Raubtiere angriffslustig sind. Egal, ob ihr ihr Revier respektiert oder nicht. Ja, gewiss. Was? Ich tu's. Ach, da kommen wir auch hier rein. Ja. Was ist hier drin? Ah, zurück in verdankten Stamm, Scheusale zurück. Ich töte euch alle. Moment, wovon sprecht ihr? Hm? Mit mir habt ihr nicht so leichtes Spiel wie mit den Karawanenwachen. Oh nein, dieses Mal werdet ihr ins Gras beißen. Ah, was für eine Karawane. Wovon sprecht ihr? Wir kommen aus Kuldahar. Was macht ihr hier drin? Hm? Ihr seid aus Kuldahar? Ihr scheint nicht zu den Betrügern in den Weißen Rom zu gehören. Hört zu, es wird nicht mehr lange dauern, bis die Schlangenmenschen hier sein werden, um uns alle zu töten. Sie dachten, wir wären tot. Was ist los? Wo versprecht ihr? Habt ihr nicht verstanden? Die Leute in den weißen Roben, das sind keine Menschen, das sind Schlangen in Menschengestalt. Es ist keine Zeit für Erklärung. Verschwindet jetzt von hier oder helft uns, sie zu töten. Wir kämpfen uns hier jetzt raus. Achtung, Angriff. Sag, was du von mir willst. Es soll geschehen. Ich möchte mich ja nicht einmischen. Aber vielleicht sollten wir eine Rast einlegen. Ja, da können wir jetzt erstmal nicht rasten. Wenn ich noch einen Schritt machen muss, fallen mir die Füße ab. Willkommen zu unserer Versammlung, mein Freund. Würdet ihr gerne einen Happen essen? Wir wollten gerade mit dem Tischgebet, mit unserem Tischgebet beginnen. Sicher, nichts mag ich lieber als einen schnellen Happen Kuldahar-Bewohner. Wie könnt ihr es wagen, diese abscheuliche Tat zu begehen? Esst nur, mir ist es egal. Ich wäre jedoch dankbar, wenn ihr euch vor dem Essen einen Moment Zeit nehmen könntet, um das Herzsteinjuwel herauszugeben. Zwickmühle. Paladin. Eigentlich machen sie nur das, was in ihrer Natur liegt. Sie fressen irgendwas und das sind halt Menschen. Sie sind Yuan-Ti, sie sind keine Menschen, deswegen ist es kein Kannibalismus. Auf der anderen Seite ist das nicht gerade nett anzusehen. Also der Sarkasmus ist unangebracht. Aber zu sagen, dass es mir egal ist, nicht wirklich. Wobei, nehmen wir das einfach mal. Mein Freund, selbst wenn ich im Besitz dieses Objektes wäre, würde ich es euch nicht geben. Es ist ein Werkzeug unserer Anführerin, Xunomai. Erfreut euch der Glorie eures Todes. Das Ritual der Zerstörung eurer Art markiert den Untergang eurer Sonne und den Aufgang von Sets schwarzem Stern. Ja, da muss wohl einen Traum haben. Schade, dass ihr mit meiner Faust in eurem schuppigen Gesicht aufwachen werdet. Ihr werdet nichts dergleichen tun. Ich werde nicht zulassen, dass ihr diesen Wahnsinn noch weiter treibt. Hört zu, eure Pläne interessieren mich nicht. Lasst mich einfach meinen Weg vorsetzen. Nehmen wir die zwei. Benötigt ihr eine Demonstration unserer Macht, meine Freunde? Ich gewähre euch eine gleich jetzt. Und sie wird so kühn und furchteinflößend sein, wie jeder dunkle Traum, den ihr jemals geträumt habt.
Für die schreckliche Erhabenheit des Ziffs. Wir dürfen auf jeden Fall ihn nicht wie kann ich zaubern am besten lassen. Zu Diensten sein? Ich muss mich bald ausruhen. Wie kann ich helfen? So, machen wir die jetzt die Yuan-Ti hier platt. Worum handelt es? Verstanden. Was ist los? Ja? Du hast doch noch mehr Zauber auf Lager. Brauchst du mich? Du sprich mal ein Gebet. Zu viele. Also zu viele, die auf Sinastran losgehen. Dein Befehl. So. Ja? Woran mit Vergnügen? Noch mehr rote Banner. Wie lautet deine Aufgabe? Vita. Ja, und jetzt sollten wir dann wirklich mal rasten. Trank? Trank der Hügelriesenstärke, okay. Ich bin erschöpft. Lasst uns eine Weile rasten. Nicht identifiziertes Armband, das hier können wir zum Verkaufen packen. Trank, was ist mit das? Müssen wir auch erst identifizieren. Flegel, den wir identifizieren müssen. Und das hier sind Berserkerwurfpfeile. Die können auch jetzt zum Verkaufen. Schnellflegel. Nein. Ja, der Schnellflegel klingt gar nicht mal so schlecht. Die flammenden Fäuste des Lin Mei. Angriffe mit den Fäusten. Chance, dem feinen Feuerschaden zuzufügen. Bei Angriffen mit den Fäusten. Brennende Hände. Kann nur vermehrt werden von rechtschaffen Mönchen. Okay. Also können wir das auch verkaufen. Schlangenschuppenöl. Ziel hat für zwei Rüstungs für 6 Runden. Okay. All Widowy. Der ursprüngliche Name der alten Klinge ist in den trüben Tiefen des Schwertmeers begraben. Die Waffe wurde aus magisch verstärkten Sahuagin-Knochen gefertigt. Vermutlich wurde sie von den Kutau in bizarren Ritualen verwendet. Der korallene Griff ist mit Sahuagin-Haut umspannt. Die Klinge gehört einst Lockhart, einem bekannten Abenteurer, Dieb und Schmuggler von der Schwertküste. Er war es, der Klinge ihren Namen gab. Beim Treffer besteht eine 2%ige Chance, dass Finger des Todes auf das Ziel angewandt wird. Wenn dem Opfer ein Rettungswurf gegen Tod gelingt, kann der Tod abgewendet werden und das Opfer leidet 2-6 Schaden. Eieriges Lächle. Der Dolch ist besser als... Du bist gut, wenn du in der Zweithand verwendet wirst. Interessant. Ach, behalten wir die alle mal. Sag, was es soll geschehen. So, steht ihr immer noch hier rum?
Die Dämonen des Schlafes jagen mich. Ich brauche eine Pause. Du hast uns nichts zu sagen? Ich kann jetzt nicht reden. Hier daneben verstecken sich noch mehr Schlangenkreaturen. Bitte helft uns, sie zu besiegen. Ja. Okay. In der Hoffnung, dass ihr da draußen Wache haltet, kann ich hier drin mal schlafen. Vielleicht. Dieses Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Was ist das alles? Wie kann ich helfen, ein Befehl? Auf in den Sieg! Dieses Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Euer Ende ist nah! Eine Schande, dass wir gewalttätig werden müssen. Ich werde tun, was ich kann. Ach ja, der Troll muss weg. Ja? Kann ich helfen? Der Troll auch? Sag was in Ordnung! Wie kann es soll geschehen? Ja? Du Sonne. Ja, es soll geschehen. Ich bin hier. Du Würfel. So. Sag was gewiss. Das heißt jetzt erstmal den tollen Beschwörer loswerden. Der kann nämlich richtig nerven. Wo habe ich den stehen gelassen? Ungläubige, wie könnt ihr es wagen, unseren Beschwörungsraum zu entweihen? Dieser heilige Ort ist denen von hoher Klasse und ehrfürchtiger Haltung vorbehalten. Ihr werdet euer schändliches, verderbliches Eindringen in unser Reich büßen. Nein, du wirst leiden, Monster. Wisst ihr was? Ihr macht mir keine Angst. Verzeiht die Störung. Ich mache die Türe zu, wenn ich gehe. Ihr macht mir keine Angst. Ja. Ja? Oh, es sind mehrere. Das ist doch Goblin-like. Mögen die Götter euch gnädig sein. Ich hab schwer erwischt. Was hat sie getroffen? Ernsthaft, was war das? Elektrizität, okay. Ist etwas nicht in Ordnung? Heilung. Vita! Mordlos! Okay, hier lang geht's. Dein Befehl, sofort! Weiter. Haben wir eigentlich das Ding da oben schon geplündert? Schande, dass wir gewalttätig. Mögen die Götter mich schützen! Okay. Ah, noch so eine. Was haben wir hier? Noch ein Kartenspiel, Brandöl und Gegengift.
Dumm die Dumm. Der Anwender verschwimmt und hat nur 11 Ladungen. Naja, egal. Stufenerhöhung. Dritter und vierter. Drei Zauber des vierten Grades. Ah.